Hey Freunde, was geht? Man hat mich gebeten oder mir gesagt, ich soll das jetzt immer so sagen, deswegen werde ich das jetzt immer so sagen. Herzlich willkommen zurück hier bei Remnant 2. Yes, yes, ja, ganz wichtig, das soll ich immer sagen. Wenn dir das Video gefällt, hinterlass mir einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Interaktion auf Videos, ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen bei kleinen Kanälen. So, wir sind im fernen Wald. Der ist gar nicht so fern, denn wir sind mittendrin. Also ist er quasi der nahe Wald. Ich weiß ja auch nicht. Wir müssen jetzt hier nach links. Das ist die einzige Tür, die wir uns noch nicht angeguckt haben. Und das ist ja auch der Hauptweg. Bin gespannt, die Critter müssen ja auch wieder hier unterwegs sein. So schlecht, was geht denn mit mir ab? Bro, das Level Up hat uns den Arsch gerettet, ne? Oh, verdammt. Ist es endlich vorbei? Ich glaube nicht. Ey. Ich bin die Critter gar nicht mehr gewohnt. Das reicht erstmal. Das reicht wirklich. Schauen wir mal, wo es jetzt hingeht, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Wenn du auch gespannt bist, sind wir zusammen gespannt. Der Witwenhof. Okay.
Ich muss übrigens zugeben, normalerweise bin ich super informiert über die Games, die wir zocken. Ja, super informiert ist vielleicht auch übertrieben gesagt. Aber... aber bei Remnant weiß ich diesmal tatsächlich nicht, ob DLC geplant sind. Ich denke aber mal, da wir ja im ersten Teil auch DLC hatten, dass wir hier auch im zweiten Teil DLC haben werden. Die Ziege mit der Flöte hat gesagt, dass der große Baum hier in der Nähe ist. Siege mit der Flöte. Endlich vorbei. Ich mag das, ist halt original so, wie ich es auch beschreiben würde. Also da war so eine Ziege. Die hat Flöte gespielt. Und dann hat sie gedacht, die kennt mich. Aber die kannte gar nicht mich, sondern irgend so einen anderen Dude, der hier schon mal war. Dann hat sie gesagt, die hat mich verwechselt, weil ich keine Hörner habe. Aua, habe ich verdient. War das so gewollt? Alles klar und los geht's. Ich meine, es war ein smoother Sprung. Aber ist krass, ne? Wenn du überlegst, hier drüben ist ja schon so viel. Und dann geht's da auf der anderen Seite ja auch noch komplett weiter.
Okay. Wir gehen erstmal diesen Weg, Freunde. Und dann schauen wir, und wenn wir da irgendwo ankommen, wo wir sehen, okay, hier ist der Boss, dann schauen wir erstmal in die andere Richtung. Okay. Funny, ne? Wenn man erstmal weiß, wie die ganzen Gegner ticken, kann man das total zu seinem Vorteil nutzen. Mist. Ich versuche auch hier wieder auf irgendwelche komischen Runen zu achten. Falls wir wieder so ein Runenrätsel bekommen. Wie gesehen, ein, zwei Mal kann man da vielleicht ein bisschen Glück haben. Aber meistens halt nicht. Davon kann ich nichts mehr tragen. Okay, wir gehen jetzt hier hoch. Und dann gehen wir hier nach rechts, und dann gehen wir da nach links, und dann gehen wir nach rechts. Das ist mein Plan. Ich kann nichts mehr tragen. Aber von den Welten, die wir bis jetzt gesehen haben. Also gut, dann kommt her und holt es euch. Gefällt mir die hier doch schon. Ich überlege gerade, gefällt die mir am besten? Ich meine, die Bloodborne-Welt ist natürlich ein absoluter Knaller, ne? Da gibt's keine zwei Meinungen.
Aber ich sag mal so von... von Nebenwegen, von Aufträgen, von Bossen und so. Das kommt mir... Durch diese Welt hier kommt mir das fast so vor, als hätten wir in den anderen Welten irgendwas komplett übersehen. Oder? Weil wir haben hier doch so viel Shit. Hier sind so viele Sachen, so viele Nebenwege und alles. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen hin und her, aber ich versuche immer die ganze Minimap aufzudecken, dass dann nichts mehr rot leuchtet, damit ich zu 100% weiß, alles klar. Da ist nix. Willst du? Danke. Das ist jetzt neu, das würde ich mir so ein bisschen angewöhnen, immer zu sagen, So, als hätte ich auch nur ansatzweise eine Ahnung, was hier passiert. Also gut, dann kommt hier ein drittes Reich. Warte kurz. Okay. Aulek, du bist und warst immer einer meiner vertrauenswürdigsten Vorhuten. Daher übertrage ich dir diese Aufgabe. Nimm den Schlüssel. Finde meine persönliche Truhe am Hofe. Vergewissere dich, dass der Schlüssel in das Schloss passt, um sicherzustellen, dass du die richtige Truhe hast. Aber öffne sie nicht. Der Inhalt ist heilig. Und ich werde seine Schändung nicht dulden. Kehre nur zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt ist. Die Truhe und der Schlüssel müssen zu mir gebracht werden, und zwar nur zu mir. Du darfst mich nicht enttäuschen. Das klingt wie so eine Prüfung. Ja, ich meine, klar klingt es wie eine Prüfung, aber es klingt halt wie eine Prüfung, weil man sagt, hey, hier ist der Schlüssel zu dieser einen Truhe, in der etwas unermesslich Krasses drin ist. Du musst den Schlüssel ins Schloss machen, gucken, ob er passt, aber ey, du darfst da nicht reingucken. Weißt du? Das ist mal ein krasser Test. Ey, auf der Minimap wird mir angezeigt, dass es hier weitergeht. Ah, okay, da kommen wir von hier. Ich denke mal, das hier würde alles hier rüber führen, dass wir hier rauskommen. Heilige
Scheiße! Da sagst du was. Was ist denn da unten? Das sind auf jeden Fall Gegner, Freunde. Im Endeffekt kannst du nur hoffen, dass dir die Munition nicht ausgeht, während du auf den schießt. Seid ihr auch gespannt, was in der Kiste drin ist? Wir werden noch 100 pro die Kiste dafür finden. Also die Truhe. Bin gespannt, was da drin sein wird. Und warum es keiner sehen darf. Keiner anfassen darf. Verdammt nochmal! Einfach volle Granate in die Birne. Wie auf dem Oktoberfest. Ist es? Ist das das Reh und der... Der Verwüster? Interesting, aber hier kann man gar nichts machen, oder was? Ein Simulacrum. War eine Tür. Und ich sag's euch immer wieder, richtig umgucken bringt einen einfach weiter. Meint ihr, wir finden den Verwüster jetzt hier? Wir hatten uns ja dafür entschieden, dem Reh zu helfen, ne? Uns nicht den einfachen Weg hinzugeben und zu sagen, wir schützen und wir stellen uns vor das Leben, kämpfen gegen den Tod, auch wenn es den unseren bedeuten sollte. Denn gemeinsam und nur gemeinsam können wir Gruppenrabatt bekommen.
Und da kommt sie. Mattierter Schlüssel? Blau für Wasser, rot für Blut. Die Spitze eines Schlüssels trägt das uralte Wappen des der roten Witwen. Sie waren Heiler, bevor sie Königin wurde. Blau für Wasser, rot für Blut. Nee, rot ist für Blut, blau ist für Mana. Hallo? Nur wenige Paaren haben diesen fein gemeißelten Schlüssel je gesehen. Und noch weniger können sich vorstellen, was sich hinter dem entsprechenden Schloss verbirgt. Das Interessante ist ja, ich gehe mal davon aus, das ist der Schlüssel, ne? Also das, ne? Ja, das hier wäre ja, das wäre ja, also ich meine, selbst das ist easy zu knacken, ne? Ich sag's ja nur. Okay. Ich wollte nur sehen, nicht, dass wir irgendwas wieder übersehen. Ich denke mal, wenn wir den Weg jetzt hier folgen, dann sollten wir wieder am Anfang rauskommen, bloß halt auf der anderen Seite, wo wir nicht lang gegangen sind. Aber es ist cool gemacht. Ich mag das, wenn das so... Ey, wisst ihr, ich mag sowieso dieses Level-Design, was so verbunden ist. Und wo du einen Weg lang gehst und dann kannst du da die Treppe runterlassen und so. Das war ja das, was ich in Dark Souls damals so extrem gefeiert habe. Ja, dieses Ewigkeiten durch ein Level gehen, 3-4 Stunden durch Gegnerhorden durch und einen Boss besiegen. Und ganz zum Schluss kommst du an eine Stelle, da guckst du so nach unten und denkst, hey, warte mal, war ich da vorhin nicht? Und dann trittst du einfach so eine Leiter runter. Und dann trittst du einfach so eine Leiter runter. Okay, wir gehen jetzt einfach hier rein. Und die gibt dir quasi einen Shortcut von ganz vom Anfang zu dem Punkt, an dem du dich dann befindest. Ja, und dann kannst du einfach von diesem Speicherpunkt oder den Bonfire kannst du halt direkt dann dahin und ja, und hast quasi so eine in sich geschlossene Welt. Ne, vor allen Dingen eine wirklich funktionierende Welt, für die man wirklich eine Karte machen kann. Weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in den meisten Games zum Beispiel gibt es halt so, wie beschreibe ich das, so versteckte Teleports. Ja, zum Beispiel, wenn ihr in einen Fahrstuhl kommt und der Fahrstuhl nach oben fährt, in ein anderes Stockwerk, das fährt teilweise nicht wirklich nach oben. Ja, sondern der Fahrstuhl ist quasi wie eine versteckte Ladesequenz und der Fahrstuhl, sobald du einsteigst, das wird dann alles wird quasi das nächste Level geladen, ja, und dann ist der Fahrstuhl da. Auf der Karte ist der Fahrstuhl nach oben gefahren, aber ist er ja nicht wirklich, sondern ist einfach quasi teleportiert.
Aber in Dark Souls, im ersten Teil, ist es halt so, wenn du da irgendwo nach oben gehst, gehst du tatsächlich da nach oben. Ja, und du kannst quasi ein richtiges 3D-Modell, und das gibt's auch online, so ein richtiges 3D-Modell von dieser Dark Souls-Welt, von dem ersten Teil. Ich weiß nicht, ob es in den weiteren Teilen dann auch noch so, also so extrem so war, dass das so ist. Aber zumindest vom ersten Teil habe ich mir mal dieses 3D-Modell angeguckt und es ist ziemlich geil, Alter. Hier, genau, darauf habe ich gehofft, dass sich das lohnt, und es hat sich mal wieder gelohnt, auch wenn es nur ein bisschen Altmetall ist. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir mehr so geschmiedetes Eisen und so eine Sachen finden, aber es sollte nicht sein, Freunde. Okay, ich würde sagen, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Remnant 2. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich finde das Game weiterhin absolut fantastisch. Ich freue mich, dass es einen zweiten Teil gibt. Und ich hoffe, mit der Serie wird es auch noch weitergehen. Ich freue mich auf DLCs, falls die kommen sollten. Und ja, wenn dir das Ganze gefallen hat, hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Dir einen schönen Tag. Mach's gut. Bye, bye.